Kurzarbeit und Steuererklärung. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, darüber spreche ich im heutigen Video. Du siehst eine Aufzeichnung meines Facebook-Live-Videos. Wenn dich das Thema interessiert, bleib dran. Nach dem Intro geht es weiter. Kurzarbeit und Steuererklärung. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, darauf gehe ich im heutigen Video ein. Das Kurzarbeitergeld ist ja nun inzwischen in aller Munde, beziehungsweise es existiert natürlich schon viel länger, aber jetzt so richtig bekannt geworden ist es eigentlich im Zuge der Corona-Krise. Was das Kurzarbeitergeld im Einzelnen bedeutet, wirst du wahrscheinlich schon wissen, nämlich es bedeutet einen bestimmten Einkommensverlust. Und zwar wird Kurzarbeiter gezahlt auf das entgangene Netto in Höhe von 60 bzw. 67%. Je nachdem, ob du Kinder hast oder ein Kind hast oder auch nicht. Und von dem entgangenen Nettolohn, wie gesagt, davon wird 60 bzw. 67% bezahlt. Also wenn dir zum Beispiel 500 Euro an Netto fehlen, dann bekommst du anstelle dieser 500 Euro eben 300 Euro bei 60% und 335 Euro bei 67%. Das ist also der Stand, wie er bisher immer war und was Kurzarbeit als solches bedeutet. Ich möchte jetzt nicht weiter auf die ganzen Voraussetzungen eingehen, die Kurzarbeitergeld mit sich bringen oder die es überhaupt erst ermöglichen, Kurzarbeitergeld zu beziehen, weil hier ja auch im Zuge der neuen Entwicklungen einige Änderungen beschlossen wurden, einfach um das Kurzarbeitergeld einfacher zu bekommen. Und worauf ich kurz hinweisen möchte, ist einfach die Tatsache, dass du natürlich, das Kurzarbeitergeld ist erstmal für dich steuerfrei. Du versteuerst also ganz normal deinen Lohn, den du tatsächlich von deinem Arbeitgeber bekommst. Und das Kurzarbeitergeld versteuerst du in dem Sinne jetzt erstmal nicht. Aber, und darauf möchte ich hinweisen, das Kurzarbeitergeld ist eine sogenannte Lohnersatzleistung. Das heißt, das sind Lohnersatzleistungen, gibt es zum Beispiel auch noch Elterngeld oder Krankengeld. Das kennt der eine oder andere sicher. Und diese Lohnersatzleistungen unterliegen dem Progressionsvorbehalt. Das ist auch so ein Wort, was man immer mal wieder hört, aber eigentlich nicht so richtig weiß, was man da eigentlich drunter versteht. Das ist ganz einfach. Das heißt also, dieses Kurzarbeitergeld oder generell Lohnersatzleistungen werden nicht direkt versteuert, aber sie erhöhen insgesamt schon deinen Steuersatz und dein zu versteuerndes Einkommen, sodass du am Ende des Jahres, wenn du also zum Beispiel deine Steuererklärung abgibst, tatsächlich dann etwas mehr an Steuern zahlst, als was du ohne diese Leistung bezahlen würdest. Das macht jetzt nicht wahnsinnig viel aus, also wenn es jetzt nicht in Größenordnung ist, aber es führt einfach dazu, dass du etwas mehr an Steuern bezahlen musst, als du auf deiner Lohnsteuer, also auf deiner elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen bekommen hast, so rum. Woran man dabei denken muss, ist die Tatsache, dass wenn man im Laufe des Jahres Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro erhalten hat, ist man verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Das wird also möglicherweise den einen oder anderen überraschen, dass er jetzt plötzlich, auch wenn er noch nie vorher eine Steuererklärung abgegeben hat, jetzt tatsächlich dazu verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben. Und das ist einfach die Vorschrift, an die man da oder die man einfach im Auge behalten sollte. Die Erhöhung oder andersrum, es ist jetzt auch noch kurzfristig beschlossen worden seit ein paar Tagen, ich glaube am 3. oder 24. April, ist ja auch noch beschlossen worden, dass das Kurzarbeitergeld unter bestimmten Voraussetzungen auch nochmal erhöht werden kann auf 70 bzw. 77%, aber dann auch noch auf 80 bzw. 87%. Das hängt immer davon ab, ob Kinder zum Haushalt gehören oder nicht. Da gibt es dann nochmal einzelne Bestimmungen, die sagen, ab wann du 70% bzw. 77% und ab wann du 80 bzw. 87% Kurzarbeitergeld bezahlt bekommst. Und das sind also jetzt Sonderregelungen, die mit dieser Corona-Krise zusammenhängen, aber die natürlich letztendlich genauso dazu führen, dass es eine Lohnersatzleistung ist und demzufolge du eine Steuererklärung abgeben musst, sofern du diese 410 Euro
im Jahr an Lohnersatzleistungen überschreitest. Und 410 Euro, denke ich, sind im Moment gar nicht die Welt. Und die meisten, die heute Kurzarbeitergeld bekommen, werden dann im nächsten Jahr eine Steuererklärung abgeben müssen. Natürlich ist das alles dann noch, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, weil das kommt natürlich dann erst nächstes Jahr zum Tragen, also 2021, wenn nämlich 2020 jetzt erstmal abgeschlossen ist. Das war also so eine Sache, auf die ich einfach mal kurz hinweisen wollte, weil viele das in dem Sinne nicht wissen. Wenn du dazu Fragen haben solltest, kannst du dich gerne an mich wenden. Kleiner Hinweis, wie immer, ich mache also keine Steuerberatung. Ich möchte einfach nur die Tatsachen hier kundtun, damit du einfach das mal gehört hast, dass da so eine Steuererklärungsabgabepflicht dann einfach besteht. In dem Zusammenhang, wo also die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes beschlossen wurde, wurde auch noch beschlossen, eine Änderung zum Arbeitslosengeld. Das möchte ich jetzt hier einfach nur noch kurz anfügen. Und zwar, dass die Arbeitslosen also bis zu ihrem bisherigen Monatseinkommen dazu verdienen dürfen, ohne dass das auf das Arbeitslosengeld angerechnet wird. Das war ja bisher immer ein bisschen anders. Also wenn man Arbeitslosengeld 1 bezogen hat, dann durfte man bis maximal 165 Euro im Monat dazu verdienen. Jetzt darf man also tatsächlich bis zu dieser Differenz von dem vorherigen Monatseinkommen dazu verdienen, ohne dass das angerechnet wird. Das ist auf alle Fälle mal ein Fortschritt, auch wenn sicher im Moment die Nebenjobs jetzt vielleicht nicht gerade en masse zur Verfügung stehen, aber man hat generell halt die Möglichkeit. Und für alle Arbeitslosen, deren Leistungsbezug jetzt zwischen 1. Mai und 31. Dezember enden würde, die erhalten ihre Leistungen um 3 Monate automatisch verlängert. Das sind also zwei, würde ich mal sagen, positive Veränderungen, die dann noch beschlossen wurden. Das wollte ich jetzt einfach nur mal ergänzen, dass du das gehört hast, weil es ja vielleicht doch den einen oder anderen, vielleicht der jetzt nebenberuflich tätig ist oder so, betreffen würde und vielleicht ganz interessant ist, weil in dem Falle natürlich auch am Jahresende man schauen kann, ob der Nebenverdienst dann anrechnungspflichtig ist oder auch nicht. Wie gesagt, falls du in diesem Zusammenhang Fragen haben solltest, dann kannst du mir gerne entweder eine PN schreiben oder schreib auch die Frage gerne in die Kommentare. Und wenn du jemanden kennst, den dieses Thema auch interessieren würde, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dieses Video dann weiterleitest bzw. teilst. In diesem Sinne wünsche ich dir, da ja diese Woche eine verkürzte Woche ist, für morgen noch einen schönen Arbeitstag, eine schöne Restwoche und wie immer, bleib gesund. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und natürlich auch darüber, wenn du ein Abo dalässt. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.